Na, du kleine Maus. Es ist doch nicht dein Kind. Och, bist du niedlich. Entschuldigen Sie mal, das ist mein Kind. Ich mag es nicht, wenn fremde Leute einfach mein Kind aus dem Wagen nehmen. Oh, entschuldigen Sie bitte, sie hat mich nur so an meine eigene Tochter Juna erinnert. Na, willst du wieder mal fremde Leute Kinder klauen? Reicht es dir nicht, dass du meine Juna entführt hast? Mensch, Mama, jetzt kapier doch endlich, ich habe Juna nicht entführt, nicht einen einzigen Tag. Außerdem ist sie meine Tochter. Wir hatten abgemacht, dass du sie nur austrägst als ihre Leihmutter. Rein biologisch sind Marco und ich ihre Eltern. Und Mama, eins verspreche ich dir. Wir werden nie aufhören, um Juna zu kämpfen, dass sie zu uns kommt. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Juna ist meine Tochter. Na komm, Tina, das bringt doch nichts. Deine Mutter kann einfach noch sehen, ob das deine Tochter ist. Ja, das sagt ja der Richtige. Frau Sünner, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen Entziehung Minderjähriger. Ihr Vorname ist Christina. Sie sind am 1. Januar 1979 in Dortmund geboren, wohnen auch dort. Sie sind verheiratet. Kinder haben Sie keine. Oh, das ist falsch. Mein Mann Marco und ich, wir haben Juna. Das ist unsere Tochter. Die lebt zwar zurzeit bei meiner Mutter, aber wir kriegen sie schon noch dazu, dass sie uns Juna gibt. So war das abgesprochen, dass wir sie nach der Geburt adoptieren. Mhm. Nur rein rechtlich gesehen ist Juna derzeit ihre Halbschwester und nicht ihre Tochter. Aber darüber reden wir später, denn das gehört ja zur Sache. Was sind Sie vom Beruf? Kindergärtnerin. Vorbestraft sind Sie nicht. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Römer. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Die Angeklagte litt unsäglich darunter, selbst keine Kinder bekommen zu können. Deshalb bot ihre Mutter Evelyn Jansen ihr an, sich in den Niederlanden eine befruchtete Eizelle von ihr einpflanzen zu lassen und das Kind nach der Geburt ihr und ihrem Mann zu überlassen. Nur entwickelte Evelyn Jansen während der Schwangerschaft selber Muttergefühle und weigerte sich, das Kind abzugeben. Deshalb ging die Angeklagte am 10. November 2008 direkt nach der Geburt auf die Wöchnerinnenstation, gab sich dort als Assistenzärztin aus und nahm das Neugeborene mit. Erst am Ende des folgenden Tages legte sie Juna in der Babyklappe des Krankenhauses wieder ab. Christina Sünner wird daher wegen Entziehung Minderjähriger angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Frau Sünner, werden Sie von Ihrem Recht zu Gebrauch machen, zu schweigen, oder wollen Sie Angaben zur Sache machen? Ja, natürlich sage ich aus. Ich habe Juna nicht entführt, auch nicht einen einzigen Tag und erst recht nicht eine Stunde direkt nach ihrer Geburt aus der Klinik heraus. Das wäre doch vollkommen grausam gewesen, allein schon meiner Mutter gegenüber. Wir haben uns doch selbst Sorgen um Juna gemacht, als uns die Polizei am nächsten Morgen erzählt hat, was passiert war. Ich habe gedacht, ich werde Juna nie sehen können, nie ihr Lächeln sehen, ihre Schreie hören. Ich war vollkommen fertig. Das waren die schlimmsten Stunden meines Lebens. Ich weiß überhaupt nicht, wie meine Mutter darauf kommt, dass ich so etwas tun könnte und dann nur noch Strafantrag gegen mich stellt. Das hat sie. Die Juna war jedenfalls 30 Stunden aus der Klinik draußen oder bis sie, also entführt worden, muss man sagen, bis sie völlig unversehrt, unglücklich und zufrieden wieder in der Babyklappe dieses Krankenhauses gelandet ist. Und seitdem lebt Juna ja bei ihrer Mutter. Ja, das ist doch das Allerletzte. Juna ist meine Tochter. Sie ist aus meiner Eizelle und dem Samen von Marco entstanden. Sie ist mein Kind. Mama hat sich lediglich als Leihmutter zur Verfügung gestellt. In ihrer Gebärmutter wurde diese befruchtete Eizelle eingepflanzt. Das nennt man partielle Leihmutterschaft. Aber rein biologisch bin ich ihre Mutter. Mama hat überhaupt gar kein Recht auf Juna. Das Problem ist, Frau Sünner, wir leben nicht in Holland. Und in Deutschland sieht das Gesetz ganz andere Regelungen vor. Denn Leihmutterschaft ist bei uns jedenfalls verboten. Und deshalb gilt auch die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hat, ganz egal mit welcher Eizelle und welcher Hilfe sonst, als Mutter des Kindes. Und deshalb sehen Sie eben nicht die Mutter des Kindes, sondern hier wegen Entziehung Minderjähriger angeklagt, weil Sie dieses kleine Mädchen aus dem Krankenhaus weggeholt haben sollen. Wieso haben Sie sich eigentlich überhaupt für so einen, bei uns jedenfalls, ungesetzlichen Weg der Leihmutterschaft entschieden? Alles, was ich mir seit Jahren verzweifelt wünsche, ist ein eigenes Kind. Mhm. Marco und ich sind deswegen durch die Hölle gegangen. Wir haben 3 Jahre versucht, ein Kind zu bekommen, ohne Erfolg. Es waren 5 Fehlgeburten dabei, 3 künstliche Befruchtungen und eine Unterleibs-OP. Ja, und vergangenen Sommer haben die Ärzte mir gesagt, dass ich unfruchtbar bin, weil meine Gebärmutter keine Eizelle bei sich behalten kann. Das war so eine niederschmetternde Diagnose. Ich bin depressiv geworden, ich habe mich zurückgezogen, ich wollte nicht mehr leben.
bis Marco eben diesen Artikel gelesen hat über Leihmutterschaft in Holland. Und das war für uns die optimale Lösung. Ja, das denkt man gelegentlich, nur es ist hier eben nicht erlaubt. Aber deshalb, und das wussten Sie, haben Sie sich ja an einen Spezialisten in den Niederlanden gewandt. Nicht? Dort ist nämlich Leihmutterschaft eben nicht verboten. Nur, wie ist es dazu gekommen, dass Ihre Mutter, also ausgerechnet Ihre Mutter und nicht irgendwie eine fremde Person, das Kind austragen sollte? Naja, eigentlich war das ihre eigene Idee und uns schien das nahezu perfekt. Wir mussten niemanden Fremden 1000 Euros rüberschieben. Das Ganze blieb in der Familie, vollkommen unbürokratisch. Und was für mich am allerwichtigsten war, ist, dass Mama 51 ist. Und in dem Alter ist man eigentlich durch mit dem Kinderwunsch. Ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass sie irgendwelche Muttergefühle entwickeln könnte. Und mir war völlig klar, dass sie uns das Kind gibt, ohne Probleme. Ja, aber da haben Sie sich ja mächtig geirrt, oder nicht? Das haben Sie ja während der Schwangerschaft Ihrer Mutter dann feststellen müssen. Ja. Dass ein Kind nicht einfach ein Artikel ist, den man so bestellen kann. Und dann gibt man den ab und dann bekommt man den. Ja, leider war es so. Aber am Anfang lief ja alles wunderbar. Also wir sind überall hin mitgekommen. Zu den Arztterminen, zum Geburtsvorbereitungskurs, zum Shoppen für die Kinderkleider. Wir haben alles hautnah miterlebt, wie der Bauch von Mama gewachsen ist. Die ersten Tritte von der kleinen Juna am Mutterleib, die Fressattacken von Mama. Naja, dann ist sie halt, ist Mama irgendwann auf Abstand gegangen. Wie hat sich das gezeigt im Einzelnen? Naja, sie hat uns nicht mehr gesagt, wann sie zum Arzt geht, hat uns nicht mehr mit zum Geburtsvorbereitungskurs genommen, hat uns keine Ultraschallbilder mehr gezeigt. Ich fand das total merkwürdig, habe sie auch angesprochen, was das soll. Mhm. Und da hat sie gesagt, es ist besser, wir sehen uns jetzt nicht mehr und telefonieren auch nicht mehr. Weil sie Juna jetzt doch behalten wollte. So, also eine komplett neue Lage. Die wollten Sie natürlich nicht akzeptieren. Das Problem ist, dass Sie aufgrund der bestehenden Rechtslage überhaupt nichts machen können. Sie können das Kind ja schlecht aus dem Bauch Ihrer Mutter rausklagen. Sie können auch hinterher keine Zwangsadoption durchsetzen. Das funktioniert alles nicht. Also haben Sie es mit Gewalt versucht, oder nicht? Sie haben Ihrer Mutter das auch mehrfach angedroht, oder bestreiten Sie das? Sie haben gedroht, ich hole mir das Kind ohne Zustimmung meiner Mutter. Ich hole mir das einfach. Ist meins. Das bestreite ich nicht, dass ich das gemacht habe. Aber das, natürlich ist auch klar, dass es nicht geht. Aber deswegen habe ich Juna noch lange nicht entführt. Also die Möglichkeit dazu hatten Sie ja. Sie haben ja den Entbindungspfleger, das ist der Anno Nickel, der wird ja gleich als Zeuge aussagen. Den haben Sie permanent gelöchert. Wie ist das? Wie weit ist meine Mutter mit der Schwangerschaft? Wann kommt das Kind endlich zur Welt? Und Sie haben Ihre Mutter quasi rund um die Uhr mehr oder weniger bewacht. Und deshalb haben Sie am 10. November, als die Juna dann geboren wurde, nur auf den geeigneten Moment gewartet, um das Kind an sich zu nehmen. Mutter hat doch den Kontakt vollkommen zu mir abgebrochen. Wie hätte ich das rausfinden sollen? Doch, Sie haben das rausgekriegt. Ich habe es Ihnen gesagt. Von dem Entbindungspfleger wussten Sie das. Und Sie haben Ihre Mutter beobachtet. Und wir haben noch eine Zeugin. Das ist die Frau Regina Hempel. Die ist Reinigungskraft auf der Wöchnerinnenstation. Die hat Sie dort gesehen. Mehrfach. Und sie hat Sie auch am Tattag gesehen. Um 17.30 Uhr. Da lag das Neugeborene alleine auf der Station. Da hat sie Sie gesehen, wie Sie dieses Kind umarmt haben. Hat sie Sie gefragt, was machen Sie hier eigentlich? Da haben Sie erzählt, Sie sind die neue Assistenzärztin. So, und kurz danach ist das Kind weg gewesen. Es ist mir völlig schleierhaft, warum diese Frau Hempel das behauptet. Fakt ist doch, dass meine Mandantin mit ihrem Mann zu Hause gewesen ist. Ach, das sagt der Mann, der anscheinend mit der Angeklagten unter einer Decke steckt. Hat ja vielleicht auch ein eigenes Interesse daran, oder nicht? Und Sie versuchen hier durch eine Gefälligkeitsaussage parat zu kommen. Herr Staatsanwalt, warum sollte meine Mandantin denn am nächsten Tag das Kind wieder zurückgebracht haben? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht hat ihr Mann kalte Füße gekriegt. Vielleicht hat ihr Mann auch versucht, ihr das auszureden. Manchmal können Männer ja positiven Einfluss auf Frauen haben, wenn die ihnen mal zuhören würden. Das ist das Problem. Gegen ihren Mann ist ja kein Strafantrag gestellt worden. Besonderes öffentliches Interesse habe ich hier nicht gesehen. Insoweit wird gegen den gar nicht so wirklich ermittelt. Die Frage ist wirklich, warum hat er aufgehört? Ist ihm die Suche zu heiß geworden, als die Polizei unterwegs war? Frau Söder, ganz einfach, wie steht Ihr Mann zu dem Kind? Naja, es ist schon so, dass er seit der Entführung schon ein bisschen seltsam geworden ist. Ich habe schon öfter das Gefühl, dass er eher auf der Seite meiner Mutter steht als auf meiner Seite. So als wollte er Juna gar nicht haben. Was willst du von mir, Marco? Das weißt du ganz genau, was ich möchte. Dass es Juna gut geht. Und bei uns geht es ihr besser als bei dir. Das weißt du auch. Das wüsste ich aber. Ich bin schließlich Junas Mutter. Das muss doch nicht jeder hier mitkriegen. Pass auf, ich stell dir einen Scheck aus, ja? Was? Betrag völlig egal, ich trag dir irgendwas ein. Sag mal, spinnst du eigentlich, oder was? Sag mal, ich bin nicht käuflich, ja? Das solltest du eigentlich längst kapiert haben, ne? Evelyn Jansen, bitte. Entschuldigung. Moment mal,
kennen wir uns nicht? Bitte, was haben Sie gesagt? Ob wir uns kennen, wollte ich wissen. Ja, aus der Klinik vielleicht, da putzen. Feuer! Frau Jansen, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Jansen, bei Gericht muss man die Wahrheit sagen, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Evelyn ist ihr Vorname, sie sind 51 und wohnen in Dortmund. Was sind Sie vom Beruf? Sozialarbeiterin im Jugendamt. Beim Jugendamt? Als Mutter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Das ist Ihre Entscheidung. Und schweigen kann man immer auch dann, wenn man Sie selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Wollen Sie auch sagen? Natürlich. Frau Jansen, die Angeklagte, das heißt Ihre Tochter, sagt ja hier weiterhin, dass sie es jedenfalls nicht gewesen sei, die Juna am diese 30 Stunden aus dem Krankenhaus weggenommen habe. Und 30 Stunden später war sie ja wieder in der Babyklappe zurück. Dann lügt sie. Ist es nicht schamlos, einer im Wochenbett liegenden Frau das Kind wegzunehmen? Ich habe 8 Stunden in den Wehen gelegen. Und bis ich Junas ersten Schrei gehört habe, 10 Minuten durfte ich sie dann im Arm halten und ihr Gesichtchen ansehen und diese kleinen Fäustchen berühren. Und dann war sie auf einmal verschwunden, von meiner eigenen skrupellosen Tochter entführt. Ist es nicht heute so, dass man die Kinder ein bisschen länger bei sich behält nach der Geburt direkt? Doch, schon. Aber ich war nach dieser anstrengenden Geburt so groggy. Ich wollte erst einmal ein bisschen schlafen. Und darum habe ich den Entbindungspfleger auch gebeten, das Kind ins Säuglingszimmer zu bringen. Und das hat er auch getan. Von wem haben Sie dann erfahren, dass Juna verschwunden war? Von meinem Entbindungspfleger, Anno Nickel. Der kam so gegen 18 Uhr in mein Zimmer und hat mich nach Juna gefragt. Und als er gemerkt hat, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon er redet, da wurde der auf einmal kreidebleich und hat nur noch gestammelt, sie ist weg. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und dann sind wir beide gemeinsam zu diesem Säuglingszimmer gerannt, aber da stand nur noch das leere Bettchen. War Ihnen denn sofort klar, dass Ihre Tochter etwas damit zu tun haben könnte? Natürlich. Deshalb habe ich ja auch gleich Strafantrag gegen sie gestellt, als die Polizei ins Krankenhaus kam. Kannst du dir eigentlich nur ansatzweise vorstellen, was ich in diesen 1,5 Tagen mitgemacht habe? Glaubst du, dass du die Einzige warst, die sich Sorgen gemacht hat? Anderer Punkt, Frau Jansen. Warum haben Sie sich überhaupt bereit erklärt, für Ihre Tochter und Ihren Schwiegersohn ein Kind auszutragen? Wieso? Mhm. Weil Christina unter ihrer Unfruchtbarkeit gelitten hat wie ein Tier. Das war kaum mit anzusehen. War wirklich grauenhaft. Ich wollte ihr helfen. Das ist doch auch ein natürlicher Reflex. Ich bin Ihre Mutter. Ja, aber Sie haben ja dann selbst Muttergefühle für das Kind, für das ungeborene Kind entwickelt. Hat Sie das nicht überrascht? Doch, das hat mich überrascht. Ich dachte wirklich, ich sei über diese Phase schon längst hinweg. Aber Juna weckt Gefühle in mir, die hatte ich wirklich längst vergessen. Also wenn dieses Kind vor mir liegt und mich anlächelt, das ist einfach das größte Glück dieser Erde. Ja, ein Glück, das eigentlich mir zusteht. Alles war fertig, das Kinderzimmer war eingerichtet. Wie konntest du mir nur sowas antun? Du bist doch viel zu alt für sowas. So wie Sie das haben wollten. Um Sie geht's nämlich, nicht um das Kind. So sieht's doch aus. Wie hat Ihre Tochter denn reagiert? So wie hier, als Sie gesagt haben, ich möchte das Kind selber behalten, weil ich diese Gefühle habe. Tina ist total durchgedreht. Sie hat mir überall aufgelauert, mich angeschrien, mir gedroht, mir etwas anzutun, wenn ich ihr Juna nicht gebe. Das war echt kaum auszuhalten. Ja, das ging ja dabei auch um meine Tochter. Klar, dass ich ein Problem habe, dass du, wenn du auf einmal auf Mutterliebe machst. Das war alles anders abgesprochen. Es war mit Sicherheit anders abgesprochen, nur das recht unwirksam abgesprochen. Ich habe auch hier einen Brief von Ihnen an Ihre Mutter. Mama? Da du ja nicht mehr mit mir und Marco sprichst, sage ich es dir auf diesem Wege. Du wirst mein Kind nie in den Armen halten. Es gehört Marco und mir, uns allein. Ich hoffe, das ist jetzt ein für alle Mal klar. Wie haben Sie darauf reagiert? Na, wie schon. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Vernünftig reden mit ihr ging ja nicht mehr. Und bitte, dieser Brief zeigt doch auch eindeutig, was Christina vorhatte und auch durchgezogen hat. Die Staatsanwaltschaft geht ja davon aus, dass ihre Tochter sie seitdem quasi lückenlos mehr oder weniger beobachtet habe. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen, mal, dass sie immer um sie rum war? Irgendwie? Eigentlich nicht, aber wissen Sie, ich war zu dieser Zeit viel zu sehr mit mir selbst und mit dem Baby beschäftigt. Aber die Putzfrau, die ich eben draußen auf dem Flur gesehen habe, die hat meine Tochter doch gesehen. Und
Mein Entbindungspfleger, Anno, der hat auch gesagt, Christina wäre ständig um die Klinik herum gelungert. Warum sollten die beiden lügen? Naja, vielleicht zahlt sich ja für die beiden auch aus. Bitte? Was wollen Sie denn damit sagen? Na, Ihnen kann doch nichts Besseres passieren, als dass Ihre Tochter jetzt als hysterische Kindesentzieherin hier dasteht, oder? Dann kann Ihnen ja das Kind überhaupt keiner mehr streitig machen. Und vielleicht haben Sie sich den beiden ja auch so ein bisschen erkenntlich gegenüber gezeigt. Vielleicht haben Sie es auch geschafft, das Kind selber fortzubringen. Zeit genug hatten Sie ja. Das ist ja wohl der größte Schwachsinn, den ich je gehört habe. Also das denke ich jetzt allerdings auch, Frau Klingenberg. Also das Kind ist verschwunden eine Stunde, nachdem sie entbunden hat. Jetzt frage ich mich nach so einer Geburt, Sie werden es vielleicht besser wissen. Wie soll sie da die körperlichen Kräfte aufbringen, zur Station zu gehen, das Kind rauszunehmen, an einen sicheren Ort zu bringen, also verschwinden zu lassen und sich dann wieder ins Bettchen zu legen? Aber komisch ist nur, dass Herr Anno Nickel um 18 Uhr in das Zimmer gekommen ist und da stand nämlich die Zeugin plötzlich voll angezogen da und wollte nach Hause gehen, obwohl sie eine ach so schwere 8-Stunden-Geburt hinter sich gehabt habe. Finde ich ziemlich merkwürdig. Und zwischen dem Krankenhaus und der Wohnung dieser Zeugin liegen genau 5 Minuten Fußweg. Hätte sie locker schaffen können. Das ist totaler Blödsinn. Das ist doch unfassbar, wie du dich hier rausredest. Natürlich hast du das getan, damit ich als schlechteste Mutter der Welt dastehe. Aber Juna ist meine Tochter. Sie ist aus meiner Eizelle entstanden. Und sie gehört mir, mir allein. Mama, jetzt überleg doch mal. Ich meine, du bist 51 Jahre alt. Wenn Juna Abitur macht, bist du 70. Wer weiß, ob du da überhaupt noch körperlich in der Lage bist, sie zu versorgen. Außerdem hast du gar keinen Partner. Bei Marco und mir könnte sie in einer richtigen Familie leben. Mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Du, Christina, ich muss dir jetzt mal was sagen. Auch wenn ich dir damit wehtun werde. Aber ich habe alles Recht dieser Erde auf Juna. Sie ist meine Tochter, Christina. Wenn ich das übersetze, heißt das, Juna ist nicht durch das Einpflanzen einer befruchteten Eizelle entstanden, die Eizelle ihrer Tochter, oder? Ich dachte, Sie sind nach Holland gefahren. Hat das nicht funktioniert? Also das war so. Im Oktober 2007, der erste Versuch einer künstlichen Befruchtung hat nicht geklappt. Die Eizelle ist schon nach 2 Wochen wieder abgegangen. Wissen wir ja. Und bis zur nächsten Einpflanzung mussten wir 3 Monate warten. Als wir dann im Februar diesen Jahres noch einmal nach Holland gefahren sind zu diesem Spezialisten, da hat der festgestellt, dass ich schon schwanger bin. Das heißt, Sie sind auf natürlichem Wege schwanger geworden. Weshalb haben Sie das bislang verschwiegen? Ja, komisch. Das ist alles andere als einfach für mich. Ich liebe Christina, sie ist meine Tochter. Als ich ihr sagen musste, dass dieser Versuch, der erste Versuch, nicht geklappt hat, da bekam sie einen Nervenzusammenbruch. Das hat mir fast das Herz zerrissen. Ja, und als ich dann auf natürlichem Wege schwanger wurde, da war das erstmal ein Riesenschock für mich. Ich wusste ja gar nicht, dass das noch geht in meinem Alter. Aber dann dachte ich, das ist perfekt. Ich gebe Tina einfach dieses Kind. Nur so einfach war das eben nicht. Juna ist meine Tochter. Ich habe sie 9 Monate lang ausgetragen. Ich habe ihre Bewegungen im Mutterleib gespürt. Ich konnte sie einfach nicht mehr hergeben. Du lügst doch. Du hast Juna nicht. Du bist nicht natürlich schwanger geworden mit Juna. Das ist doch völliger Quatsch. Doch, und deshalb ist sie meine Tochter. Und wer ist der Vater von Juna? Interessiert mich auch mal. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ha! Du willst uns jetzt wahrscheinlich weismachen, dass du mit Margot in die Kiste gestiegen bist und dass er der Vater von Juna ist. Natürlich, ist ja klar. Das habe ich nie behauptet. Ich möchte einfach den Namen des Erzeugers nicht nennen. Hallo, Anno Nickel hier. Nee, ich kann jetzt keine Geburt betreuen. Ich bin im Gericht wegen der Leihmuttergeschichte. Das weißt du doch. Ja, okay. Danke, hast was gut bei mir. Bist ein Schatz. Tschüss. Hallo Regina, schön, dass ich dich auch hier treffe. Bin ich wenigstens nicht so alleine. Komische Geschichte hier, gell? Marco, Regina, bitte. Hallo Regina. Hallo Anno. Ah, jetzt weiß ich, wenn du nachschaust im Schnuckelchen. Süß ist er ja, ne? Für den würde ich auch einiges tun. Du auch? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich muss mal.